Ja, ich habe jetzt Franz Wanzenböck da. Sie sind der Obmann der Interessensgemeinschaft des österreichischen Erdäpfelbaus. Die Erdäpfelernte ist beim Erdäpfelmarkt, da schlägt es Alarm. Warum denn genau? Was sind da die Gründe dafür und was will man dagegen unternehmen? Ja, wir haben vorher gesehen, eine sehr trockene Witterung gehabt und da haben wir schon Ertragseinbußen gehabt und zusätzlich ist dann durch die Trockenheit noch der Drahtwurm extrem zugeschlagen und das ist jetzt das Problem, dass wir jetzt den Markt nicht mehr mit österreichischen heimischen Erdäpfeln versorgen können und deswegen starten wir heute die Protestaktion, also eine Sympathiekundgebung eigentlich, wir wollen Erdäpfel verteilen in Wien, damit wir unsere Konsumenten zeigen können, dass ohne Pflanzenschutz eine die ganzjährige Versorgung nicht möglich ist. Das heißt, das steht unter dem Motto, wir sind die Letzten unserer Art oder so ähnlich. Die Erdäpfel, die man da an die Bevölkerung verteilt, das sind wirklich die letzten Erdäpfel von der letzten Ernte. Wir werden, Ende April wird jetzt die Vermarktung der österreichischen Erdäpfel auslaufen. Und der Grund ist halt, wie gesagt, der Drahtwurm gewesen. Da haben wir bis zu 25% mehr wegwerfen müssen wie normal. Und aus diesem Grund fordern wir ein bisschen einen Pflanzenschutz oder einen modernen Pflanzenschutz für die Zukunft, damit uns das nicht mehr passiert. Jetzt muss ich mal nachfragen, dieser Drahtwurm, das ist ein Schädling, der die Knolle direkt angreift unter der Erde, da Löcher hineinfrisst und die sind dann nicht mehr brauchbar, die sind nicht mehr verkaufbar, die kann man auch nicht mehr essen. Wie kann man denn diesen Wurm bekämpfen und warum ist das so schwierig? Was macht es denn so schwierig, da diese Mittel auch einzusetzen? Also die Mittel, die wirken nicht zu 100%, die haben nur einen Wirkungsgrad von 50% und das ist das Problem. Wir wünschen sich da bessere Mittel, nur in der Pflanzenschutzmittelzulassung wird es in der Europäischen Union immer schwieriger, dass ein Mittel neu zugelassen wird und dadurch stehen wir heute da vielleicht, dass wir da was ändern können. Das heißt, man fordert da auch von der Regierung Lockerung, Änderung im Programm rund um die Pflanzenschutzmittel, aber man möchte auch etwas an die Bevölkerung sagen, nämlich dass die Erdäpfel essbar sind und dass diese Pflanzenschutzmittel nicht unbedingt die Qualität der Kartoffeln angreifen. Ja, diese Pflanzenschutzmittel gehen in die Kartoffeln nicht rein. Also wir wollen schon moderne Pflanzenschutzmittel, so wie sie zurzeit in Österreich zugelassen sind, aber vielleicht mit einem besseren Wirkstoff, damit man selektiver den Drahtwurm bekämpfen kann. Das wäre unser Wunsch. Und was passiert, wenn das nicht möglich ist? Was ist da sozusagen das Worst-Case-Szenario oder was passiert schon jetzt? Dass wir in den nächsten Jahren dasselbe Problem haben wie heuer, dass wir den heimischen Markt wieder nicht mit der Ernte versorgen können. Und das heißt, man müsste dann aus dem Ausland die... Man muss dann so wie heuer aus dem Ausland importieren und in diesen Ländern sind die Standards nicht so hoch wie bei uns. Und von wo kommen dann die Erdäpfel und was ist da der Qualitätsunterschied? Die werden dann aus Ägypten, Zypern importiert und das sind halt in Gebieten, wo wie in der Wüste draußen, wo bewässert werden muss, damit man überhaupt die Erdäpfel wachsen können. Ne? Wie hat man sich denn da entschlossen, diesen Protest auszudrücken? Es ist so, dass Sie und auch Kollegen von Ihnen mit dem Traktor auf den Heldenplatz fahren, um das Ganze bildhaft auch zu machen. Sie haben auch was mitgebracht, nämlich Erdäpfel. Ja, wir haben Erdäpfel zum Verteilen mitgebracht, also die letzten dieser Art, weil sie aus der letzten Ernte stammen. Und ab Mai wird es dann im Handel keinen Erdäpfel mehr geben aus Österreich. Und deswegen verschenken wir jetzt symbolisch die letzten Erdäpfel.